Wir sind kurz vor einem besonderen Konzert und naturgemäß natürlich auch mit einem besonderen Musiker und nicht nur Musiker, sondern auch mit einem besonderen Menschen, und das ist der Wolfgang Nigelhell. Wolfgang, du bist schon in Vorbereitung jetzt für dein Konzert. Wie geht's dir eigentlich? Du hast ja schon so viele Konzerte hinter dir. Bist du noch immer nervös vorher? Ja, ich glaube, das gehört schon dazu, dass ein bisschen ein Kribbeln, das macht es aufregend, und das ist doch irgendwo immer eine neue Umgebung. Gerade für mich als Blinder natürlich ist es ja noch extremer. Ich kenne die Umgebung nicht, also muss man da noch mehr hineinfühlen, und dadurch ist das Kribbeln dann am meisten etwas größer, aber das ist ganz gut so. Dass Ihnen meine Musik gefällt oder gefallen wird. Ich habe heute ganz tolle Unterstützung im Jugendstreichorchester Fidelissimo. Wir hatten ja schon einmal das Vergnügen in der Stadthalle Graz. Bei der Gelegenheit möchte ich mich als erstes auch bei den Eltern der Musiker bedanken. Leuten, wo du gesungen hast, war der größte Anteil, also die größte Masse? Also das größte Publikum habe ich gehabt heuer im Klostertal am 16. August. Dort durfte ich auftreten vor 15.000 Menschen. Das hat mit der Anzahl der Leute, glaube ich, gar nicht so viel zu tun. Gerade zum Beispiel in Kirchen herrscht ja auch eine besondere Atmosphäre und diese Vorweihnachtszeit ganz speziell. Es ist auch meine Lieblingsjahreszeit. Ich warte das ganze Jahr schon auf meine Adventauftritte, denn da sind die Menschen auch empfänglich für positive Signale. Und da haben wir eigentlich ja den schönsten Beruf als Künstler. Wir können und dürfen die Menschen bewegen und sie auf einen positiven Weg hinführen. Das ist natürlich aber auch sehr verantwortungsvoll, was man sagt und wie man sagt. Getrieben von deinem Ehrgeiz hast du schon viel zu viel versäumt. Und ich gehe ans Fenster, zieh den Vorhang auf. Und die Sonne strahlt dir ins Gesicht. Ich höre die Kinder draußen lachen, spielen. In deine Dunkelheit bring ich wieder Licht. Dann hast du auch, wir haben sie schon in der Ankündigung auch schon gehört, ein besonderes Orchester ist dabei, das ja aus dem Bezirk Pfalzberg kommt. Ja, das Jugendstreichorchester Fidelissimo, bin ich ganz happy drauf eigentlich, weil es wirklich die Claudia, die Orchesterleiterin,
sie so engagiert und die Kids eigentlich so unter Kontrolle hat und sie mit Freude dabei sind. Und je mehr Musiker mich begleiten, desto lieber ist mir sie. Hast du heute schon geliebt? Hast du heute schon gelacht? Es zählt nicht nur, wonach man strebt, auch was man dazwischen macht. Also es freut mich sehr, dass er bei uns heute musiziert. Ich kenne einige Aufnahmen von ihm, weiß auch, dass er sehr, sehr begabt und bekannt auch ist, dass er einfach gesagt sehr viel Freude mit seiner Musik bereiten kann. Und deswegen, wie gesagt, freut es uns, dass er bei uns musiziert. Und der Grund, warum er heute bei uns ein Konzert gibt, ist ja der, dass wir ihn eingeladen haben im Zusammenhang mit unserem Feierprogramm 300 Jahre Josefskirche. Also diese Kirche ist heuer 300 Jahre alt. Da gibt es ein größeres Feierprogramm und ein schöner Punkt in diesem Programm ist das heutige Konzert. Weiß niemals, wie wer wirklich aussieht, und das wird für immer sein. Es ist doch schlecht, wenn du gute Freunde hast, wenn du aus deinem Leben was machst. Es ist mein Weg und er ist nicht immer leicht. Ich will ihn gehen, denn ich hab schon so viel erreicht. Und wenn man in deine Homepage reinschaut, dann kann man ja sehen, sehr viele Produktionen hast du jetzt schon gemacht. Die erste war ja Atlantis in Love, soweit ich mich erinnere, und die hat sich ja sehr stark verkauft. Ja, da bin ich ganz besonders stolz. Natürlich, wie man es halt, wie jeder Künstler das versucht, eine Plattenfirma zu finden, die das produziert. Es hat eigentlich jede abgelehnt gehabt. Und ich kann jetzt doch sagen, ich habe von dem ersten Erstlingswerk jetzt schon 7000 Stück verkauft. Und wie heißt die neueste Produktion? Die neueste Produktion heißt Hast du heute schon gelebt? Auch ein Lebensmotto von mir. Wie es ist, niemals alleine fortzugehen. Nicht zu wissen, wie du aussiehst, wie dich die anderen sehen. Es ist doch schwer, wenn du gute Freunde hast. Wenn du aus deinem Leben was machst, es ist mein Weg und er ist nicht immer leicht. Ich will ihn gehen, denn ich hab schon so viel erreicht. Und 300 Jahre, das ist dann nicht nur der einzige Höhepunkt. Was gibt es noch? Es hat einige Höhepunkte schon gegeben. Wir feiern, man kann fast sagen, das gesamte Jahr bis jetzt. Und zwei größere Punkte oder Höhepunkte, wenn man so sagen will, gibt es noch, und zwar auch ein weiteres Konzert von unserem Madrigalchor gemeinsam mit der Bauer Werkskapelle am 14. Dezember, und dann wird am 25. Dezember, also am Christtag, das Hochamt hier von der Josefskirche in ganz Österreich im Radio übertragen. Das ist auch ein weiterer Höhepunkt, wenn man so sagen will. Thank you.
Was könntest du den Leuten, die nicht jetzt live dabei sein können, aber die es im Fernsehen sehen, im BKTV, was könntest du denen mitgeben für die Adventzeit, für die Weihnachtszeit oder überhaupt für die Zukunft? Das Schönste in der Weihnachtszeit ist eigentlich das, man sagt immer Geschenke. Geschenke gehören natürlich ganz besonders dazu. Aber ich glaube, das schönste Geschenk, das man den Mitmenschen machen kann, ist einfach, wenn man es sagt, dass man sich mit den anderen mitfreuen kann über den Erfolg des anderen. Wenn irgendjemandem etwas gut gelungen ist, dass man sich einfach freuen kann oder dass man versucht, auch auf die Menschen zuzugehen. Die Weihnachtszeit soll ja nicht nur besinnlich, sondern ist ja auch ein Fest der Freude. Man soll ein bisschen nachdenken über sich, über seine Umgebung, auch was in der Welt passiert, aber auch man darf nicht vergessen, sich darauf zu freuen, über die speziellen Düfte, über die Lichter und über die ganz spezielle Stimmung. Ich habe jetzt vor kurzem einmal eine Begegnung gehabt, also ich war da am Rande, da habe ich gehört, wie eine gesagt hat, also ich brauche die Weihnachtszeit nicht, weil ich bin für das nicht so anfällig. Dann habe ich gedacht, du bist ein trauriger Mensch, weil die Weihnachtszeit wird gerade in der heutigen Zeit immer wichtiger. Man sieht, wie es umgeht auf der Welt mit Gewalt, Aggression und Hass. Und Weihnachten ist da, um den Menschen ein bisschen wachzurütteln, zumindest einmal für diese paar Wochen, dass man ein bisschen drüber nachdenkt. Und wenn sich nur einer nach dieser Weihnachtszeit ändert, hat das Fest schon Sinn.